Matthias Matuschek, der Natuschke! Damit ist dann auch schon klar, ich bin Radiomoderator und ich bin nicht bei Radio Bamberg. Wer hört Radio Bamberg von euch? Hand hoch. Wem ist überhaupt alles scheißegal, was hier oben auf der Bühne passiert? Hand hoch. Der will einfach nur nach Hause. Hand hoch. Echt jetzt. Mann, ey. You know, we had a long road and a long travel to come here to Deutschland, and now we're glad to be here and to rock with you. Yeah. You wanna rock? Ihr müsst wissen, das ist schon was Besonderes, Menschen dazu zu animieren, mal die Hand hochzunehmen. Deswegen liebe ich eigentlich auch den Job im Radio, weil du bist dann drin und du musst diese Fratzen nicht sehen. Ja, mein Chef sagt immer, das ist Basisarbeit, geh raus, guck sie dir mal an, das sind deine Hörer. Fuck. You know, I told the guys, when we record the new album, I told the guys, hey guys, let's have some fun, you know. So, we went down to this little studio down in LA on the beach to have some fun, you know. And, well, how can I say, we had so much fun, you know. Aber mein Chef sagt, geh raus, Basisarbeit ist wichtig, du musst die Leute sehen, die Leute müssen dich auch sehen. Die müssen jetzt zum Beispiel auch mit verschränkten Armen vor dir sitzen und sich wahrscheinlich denken, echt, so sieht der aus. Der ist ja auch noch hübsch. Der sieht interessant aus. Seine Zähne sind weiß. Ob die wohl echt sind? Probier's aus. Sorry for my Deutsch, but you know, I know a sentence in German is called Hallo Fräulein, wo ist hier das Bahnhof? Is that true? Ich komme ja aus München und muss mich dann über diese A9 hierher quälen. Und es war so viel los. Und wisst ihr, wie schlimm das eigentlich ist, dass am Samstag immer diese Versperrer unterwegs sind? Kennt ihr diese Versperrer? Kennt ihr die? Wisst ihr, was ich meine? Also ich spreche von diesen, für mich sind das ja so, also diese Friedhofsblonden, ich sage immer Ex-Menschen zu denen. Also, sie sind tot, aber es ist noch Sprit im Tank und die Karre rollt nicht aus. I mean, we had some beers and some chicks and some drugs and so much fun, you know. I think the new album is the funniest album we ever made. Yeah. Dankeschön. Es gibt ja auch noch jugendliche Versperrer. Also das sind so. Das sind silberfarbene Opel Zafiras, wo meistens die Frau am Steuer sitzt, die von den Ausdünstungen der Windeln so benebelt ist, dass sie auch einfach nichts mehr checkt. Ja, also null, also überhaupt nichts. Und insofern dürft ihr jetzt echt das erste Mal heute Abend so richtig klatschen, weil ich habe es bis zu euch geschafft. Dankeschön.